Willkommen zurück zu Let's Play WWE 12. Wir sind bei der Survivor Series und müssen jetzt endlich mal jemanden ausschalten. Rope Break, yo. Und wieder ein Belly to Belly. Vielleicht lässt sich der Kerl jetzt eliminieren. Hallo? Hau auf die Matte, du Hängengebliebenen. Drew McIntyre. Naja, ich hoffe mal, dass das jetzt was wird. Ja, genau. Ja, komm, endlich der Mexikaner, den können wir wenigstens rauswerfen. Und der kontert jetzt wieder alles. Hallo? Was soll der Wichs? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh, der Move ist kacke. Ich muss mir die Kombination mal langsam merken. Ey. Das regt mich auf jetzt gerade. Jetzt wechselt der Kerl schon wieder, nur um dass der wieder wechselt. Was ist das hier? So. Klappt eh nicht, da ich den nicht pinnen kann. Es geht immerhin bis 2. Ah, schöner Inverted DDT. Ja, wird nix. Komm, komm, komm. Ich will endlich jemanden hier rausschmeißen. Nicht schon wieder dieser Rotz. Ich drücke eigentlich ganz andere Kombinationen und ich kriege immer dasselbe Resultat. Jetzt kontert der wieder alles. Jetzt wechselt er wieder zu diesem komischen Mexikaner hier, der gleich auch wieder wechselt. Ich bin gar nicht gerannt. Jetzt wechselt der auch schon wieder. Und ich kann nicht wechseln. Hallo? Ja, nee, geht am besten ganz weg. Hallo? Hau auf die Matte. Das ist doch jetzt hier Verarsche. Boah, komm her. Watch this, McIntyre. That's it. He's out. Hooking the leg. One. Uh-oh. Drew's got the arms. Future shock. Drew with a destructive DDT. Komm, wenn das jetzt nichts gebracht hat, dann geht er gar nicht zu pinnen. His shoulders are down. One, two. Ist klar. Was ist das hier? Ich kann den Kerl nicht pinnen, obwohl er halb tot ist. Und das kontert der. Ey, wenn ich das jetzt wieder verkacke, dann kriege ich aber... Ne, verkacken wir wieder. Mann. This could do it. One, two, three. Swagger ist raus. Oh no! Mr. Eagle, if I may. Earlier you referred to this team by a name. Komm. What did you call? Hau auf die Matte! Michael Cole, I don't understand how your simple mind has got you this far along. We're called United Kingdom. Komm. What other name would fit a group with as much class? Warum haut der Referee nicht auf die Matte? Oh, ey.
kann es nicht wechseln. Komm. Also schwierig ist das Spiel. Nur ihn können wir überhaupt nicht pinnen. Ich kann nicht pinnen, das regt mich auf. Ich kann nicht wechseln. Super. Und jetzt liegen wir auch. Nein. Komm. Komm, krüppel dich zu ihm und cover. Komm, hau auf den... Ey, das ist doch eine Verarsche vor dem Herrn. Wie lahmarschig der den Pin zählt. Da ist keiner, mit dem du wechselst. Der wartet die ganze Zeit auf Swagger, doch Swagger ist schon eliminiert. Was drücke ich hier eigentlich? Wollte schon sagen, irgendwas fehlt hier aber. Oh. Komm. Bitte lass das nicht daneben gehen. Ja. Super. Bitte lass es das gewesen sein. Das glaube ich nicht. Ernsthaft. Jetzt haut der wieder nicht auf die Matte. Oh Mann. Einfach mal covern. Wird schon wieder nix. Weil der Penner einfach nicht auf die Matte haut. Hallo. Ey. Der will mich doch verarschen. Eben richtig hinsetzen. Also toll ich die Aufgaben am Anfang fand. Komm, steh auf. Komm. Da, jetzt kaut er wieder nicht auf die Matte. Komm, ich will wechseln. Komm. Und jetzt klappt wieder nicht. Ach! Endlich, ey. Also der Teil war ja jetzt mal mühselig. Ich trinke mal kurz einen Schluck zur, um wieder runterzukommen. Jetzt ist nur noch Edge da, oder wie? Aber hätte man noch Wade Barrett und so zur Auswahl. Oh nee.
Das ist unfair. Das ist jetzt Handicap-Match. Die haben jetzt einen Teilnehmer insgesamt mehr. Oh, jetzt fängt diese Big Show-Scheiße schon wieder an. So. Ja, William Regal ringt sich um Worte, was Big Show hier macht. Und jetzt verkacken wir hier an Big Show. Ich sehe es kommen. Und zack. Ach, wir sollen nur einen Finisher an dem Kerl ausführen. Was soll der Scheiß denn? Wir haben... Ey, wir haben noch nicht Silvester. Was machen da schon welche? Was mit Raketen? Ja, hobbylos halt. Morgen kann ich das ja verstehen. Morgen ist Silvester, aber nicht heute schon. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht. Irgendwelche bekloppten Blagen machen da schon wieder was mit hier Silvester. Ich bin zwar morgen Abend selber weg. Je nachdem, wen ich morgen noch anrufe. Naja, egal. Ich konzentriere mich ja weiter aufs Spiel. Wir müssen Big Show einen Finisher verpassen. So, und Back Suplex gegen Big Show. Und German Suplex. Ah, ausgekontert. Oh. Ah. Und ja, als ob der das mit Big Show hinkriegen würde, aber geiler Move trotzdem. Und Belly to Belly. What is it about Sheamus that just makes him so strong? Who knows? I know it works though, whatever it is. Oh nein, 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 nein. Oh, armes Sheamus. Raus aus dem Ring, ey. Und German Suplex wieder mal. Sag mal, wann bleibt der Kerl mal liegen? Und... Zack. Komm. Und Body Slam. Follow-Away Slam. Und ja, auch der klappt. Solange könnten wir allerdings mal unseren Finisher bekommen. Und... Headbutt in den Nacken. Jetzt bleibt Big Show wenigstens schon mal liegen. Zwar nicht lange, aber... Und, oh, schönes Konter. Oder schön näher Konter. Big Show hochhelfen und der Irish Backbreaker. Komm, steh auf. Bro-Kick. Ah, mal gucken, wie lange wir noch brauchen. Weil eigentlich dürfte nicht mehr viel fehlen, dass wir ihn finishen können. Ja, genau. Jetzt kontert er alles, oder wie? Komm, komm, komm. Endlich, endlich. Und finishen. Boah, Big Show ist immer unnormal, ernsthaft. Und komm, Bro Kick. Nein. Nein. Yeah, Bro Kick. So, nur noch Edge, komm. Nur noch Edge.
Überziehe ich den Part? Ja, ich werde ihn überziehen, weil ich hiernach erstmal Schluss mache. So, komm. Big Show, Jack Swagger and Alberto Del Rio have been eliminated from Edge's team. Meanwhile, only Drew McIntyre has been eliminated from the United Kingdom. By the looks of things, I'd say that Barrett and Regal are basically out too. Ja, nun sind es nur noch wir gegen Edge und das wird einfach, meiner Meinung nach. Weil Einzelmatches, wie ich glaube ich schon in vor einigen Parts sagte, da sind wir eigentlich ganz gut bis jetzt drin. Und ja, können wir eigentlich ganz gut mithalten. Oh. Wie kommt der Kerl an einen Finisher? Sheamus had no clue what just hit him. Nice, well placed kick to the Komm. Ribs. And Sheamus, es gibt jetzt Schläge. Edge into the headlock. Nein. Watch it. Good night. Ouch. Sheamus throwing more pain, more hurt. Und Running Power Slam. Ah, ich dachte, wird schon was in die Ringecke gehen, aber... Komm, Bärhack. Ah, wird auch nix. Und ein weiterer Gutbuster aufs Knie natürlich, worauf auch sonst. Nein, Bärhack bringt nix. Genauso wenig wie der Abdominal Stretch was bringt. Komm, steh auf. Geh mal weg. So. Oh nein, Bulldog. Mir könnte mal jemand sagen, was, warum Edge einen Finisher hat. Wovon? So. Ja, Fallaway Sam und wir können finishen. Und finish. Sheamus scoops Edge up, throws him over his shoulder. Edge is in trouble. Oh, what a counter from Edge. Oh, Hilfe, my controller lag auf dem Tisch. Oh nein, jetzt kein. Jetzt nicht hier, Edge. Komm, nein. Irgendwie noch ein Bro Kick aus dem Konter. Oder High Cross, irgendwas. Ja. Super und 1, 2, 3. Yo, das war's mit der Survivor Series. Die Story gefällt mir eigentlich bis jetzt relativ gut. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei WWE 12 Road to WrestleMania. Tschüss.